Liebe YouTube-Freunde, ich habe euch das versprochen. Wenn was passiert, was dringend notwendig kommentiert werden muss, dann bekommt ihr das von uns und von mir. Und das ist die Sonderausgabe Freiheit. Und sie ist punktuell heute, wird sie zum großen Teil entschieden. Und man sieht es nicht in den Medien. Es wird fast nirgends propagiert. Es geht um die Kommunikation in der gesamten digitalen Welt, YouTube, Facebook, WhatsApp, Telegrams, Messenger, egal um was es geht. Ich gebe euch ein Beispiel. Es muss keiner digital versiert sein, um das jetzt zu verstehen. Es geht im Kern um ein Briefgeheimnis. Es geht darum, dass Staaten Zugriff bekommen auf eure Kommunikation, auf eure Gespräche. Das ist ungefähr so, ihr schickt einen Brief. Du schickst einen Brief an eine andere Person. Das Phishing ist eine Entschlüsselungssoftware, die alle Inhalte aufnimmt, verarbeitet, kategorisiert und guess what? Ihr wisst es nicht mal. Ich gehe gleich den formellen Teil, aber das ist Kern. Und ich weiß das aus dem Knast in Italien. Da wird nämlich auch jeder Brief geöffnet, bevor er rausgeschickt wird. Er wird eingescannt, er wird analysiert, ob es an die Freundin ist, ob es an den Rechtsanwalt ist, egal was. Die Frage ist heute, wollt ihr italienische Knastverhältnisse oder wollt ihr für eure Freiheit einstehen? Jetzt geht's in die Thematik. Bleibt dabei. Betreiber von Kommunikationsplattformen mit End-to-End-Verschlüsselung sollen gezwungen werden, Dritten Zugang zu Kommunikationsinhalten zu gewähren. Also komplette Einsicht in eure Geschichten. Das betrifft alle privaten, geschäftlichen Formen der Kommunikation. Ich sagte Facebook, iPhone, LinkedIn, Signal, WhatsApp, Messenger, Telegram. De jure, nicht de facto, de jure, juristisch. Alle Plattformbetreiber sollen einen Generalschlüssel herstellen. Also das nennt man auch Backdoor Access in Englisch. Mit dem es, und das ist jetzt wirklich EU-Sprache, es gibt hier einen Anhang in diesem Dokument, zwei Anhänge. Da könnt ihr euch das selber anschauen. Es ist keine Verschwörungstheorie. Die Quelle ist der österreichische Rundfunk. Mit diesem Generalschlüssel können kompetente Autoritäten sämtliche Gesprächsverläufe einsehen. In der Oktoberversion, noch vor dem Attentat in Wien, ging es nur um strafrechtliche Themen, also die Polizei mehr oder weniger. Jetzt reden wir über Geheimdienste. Was sind denn kompetente Autoritäten? Oder Organschaften. Ist es der Bürgermeister? Ist es die Landesregierung? Ist es die Zentralregierung? Ist es nur die Geheimdienste? Was ist denn eine kompetente Autorität? Bitte! Und das, warum es so wichtig ist, und ihr teilt das Video bitte, ja? Es geht um unsere gesamthaftige Freiheit. Bis heute Nachmittag, Donnerstag, haben die EU-Regierungen Zeit, substanzielle Kommentare abzugeben. Nächste Woche soll diese Resolution in der Ratsarbeitsgruppe zur Kooperation im nationalen Sicherheitsbereich, COSI heißt der, beschlossen werden. Bis zum 25. November soll dieser Entwurf zur Vorlage im Rat der ständigen Vertreter der EU-Mitgliedstaaten kommen. Danach ist es Makulatur, versteht ihr mich? Keine weiteren Diskussionen sind dann erforderlich. Und das ist jetzt Beamtensprache. Durch die Verabschiedung im COR-EPR entsteht ein Auftrag an die EU-Kommission, eine Verordnung auszuarbeiten, die diese Hintertüren zu zwingenden EU-Recht machen. Was bedeutet das? Ein Plattformbetreiber, der diese Backdoor-Lösung verletzt, setzt sich Höchststrafen aus, Geldstrafen und Haftstrafen. Liebe Leute, liebe YouTube-Freunde, das ist keine Verschwörungstheorie, es ist Fakt. Ich muss hier mal auf die Tragweite und die Konsequenzen und die Logik eingehen. Weil der offizielle Wortlaut ist natürlich immer derselbe. Es dient der Bekämpfung von Terrorismus, von Kriminellen und dem organisierten Verbrechen. Aber der wahre Auslöser, um das durchzuziehen, ist Wien. Die Terroranschläge in Wien, ich glaube, es waren 4 Tote und über 20 Verletzte, ein Horror-Terroristenanschlag. Aber schaut euch doch mal diesen Fall in Wien an. Der mutmaßliche Täter hat versucht, im Osten Waffen zu kaufen. Er hatte zu extremen Kreisen in Deutschland richtig intensive Kontakte, bestens dokumentiert.
Ich glaube, es war die Tschechoslowakei, die haben sogar darauf aufmerksam gemacht nach Österreich, hey, der Typ versucht hier Waffen zu kaufen. Der hat ein ellenlanges Strafregister. Das ist totales staatliches Fehlversagen. Und das nutzt man, um diese Nummer durchzuziehen. Das ist Missbrauch der medialen Mengenlage, um die Staatsmacht über die Bürger massiv auszubauen und zu erhöhen. Und ihr müsst mir mal kurz folgen in die Geschichte. Weil seit 2000, grob 2000, seit dem Internetboom, begann das goldene Zeitalter der Überwachung. Noch nie hatten Staaten und Behörden so viele Einblicke in unser Privatleben. Das gilt auch für Big Tech übrigens. Und die kooperieren eher, als dass sie sich in den Weg gehen. Ganz bekannt der Fall in San Bernardino. postolmoms.org. Es ist auch eine tiefe Überzeugung hier, ethisch-christliche Überzeugung, die mich dazu bringt, dieses Video zu machen. Ergebnis von Apple gegen den FBI. Es ist nicht klar, ihr seht ja auch hier dieses Foto, Apple FBI, Department Bureau, Federal Bureau of Investigation. Es war praktisch nichts anderes an vom FBI. Ihr gebt uns Zugang zu euren Mobiltelefondaten oder wir zwingen euch dazu. Das ist nicht von mir. Das ist von einem der mächtigsten Senatoren. Das Bild seht ihr gerade, Lindsey Graham, Senator Republikaner. Und dann folgte daraufhin einige Jahre später dieser sogenannte Communications Decency Act. Das ist der Kommunikationswohlverhaltenskodex Sektion 230. Wie nett sich das anhört. Ihr müsst doch mal richtig schauen, ihr müsst doch mal verstehen, was hier abgeht. Es beruht auf Maßnahmen der sogenannten Fünf-Augen-Allianz. Das sind die angelsächsischen Staaten, das USA, Kanada, Neuseeland, Australien, England. Ja? Und diese Fünf-Augen-Allianz unter der Ägide des amerikanischen Justizministeriums möchte natürlich alles wissen. Die Snowden-Affäre ist bekannt, es ist eindeutig, wie viel zig Millionen, Milliarden Telefonate schon abgehört werden. Und jetzt geht es um die Datenmenge, um das Briefgeheimnis letztlich im Kern. Gehen wir auf Australien. Habt ihr das mitbekommen? Ende 2018, Anfang 2019 wurde so ein Gesetz dort schon durchgezogen. Es gibt fette Haftstrafen für die Plattformbetreiber, wenn sie dieses Gesetz verletzen. Bis zu 10 Millionen Geldstrafen und Haftstrafen. Ja, USA. Dieselben Maßnahmen versucht man gerade in England durchzusetzen. Neuseeland, Kanada, selbst Indien und Japan haben sich hier mit dem US-Justizministerium koordiniert, um konkrete Maßnahmen für den absoluten Zugriff in die Privatsphäre aller Bürger zu schaffen. Versteht ihr die Tragweite? Die schauen euch auf jedes Körperteil in eure Gedanken rein. Das ist Mind Control. Und jetzt müsst ihr den perfekten Schulterschluss mit mir machen. Ich rede nämlich nicht über 5 Augen, ich rede über 9 Augen. Und wenn das nicht reicht, rede ich über 14 Augen. Und es ist, ihr seht in der folgenden Grafik, wie sich das entwickelt hat, aus den 5 Ländern auf 9 Länder, auf 14 Länder. Und jetzt ist die gesamte EU im Plan. Das ist eine Konstellation des Westens plus Indien, Japan, Korea, Taiwan kommen sowieso noch dazu, gegen China. Aber wir reden hier in diesem Backdoor-Modell, den Eingriff in eure Privatsphäre, über ein chinesisches Modell. Das ist China pur. Denn diese Systeme der Bürgerkontrolle sind dort bereits installiert und perfektioniert. Das streben wir auch an. Und das heißt doch, mehr Sicherheit für die Bürger. Welch eine Bullshit-These. Wie erbärmlich ist das? Für wie doof halten diese Politiker, diese bürgerentfremdeten Politiker eigentlich ihre Wähler? Das kann ich euch versichern. Dass Kriminelle, Terroristen, Geheimdienste, Diktaturen, alle benutzen ihre eigenen sicheren, verschlüsselten Kommunikationsnetzwege. Glaubt doch nicht ernsthaft, dass diese Organisationen über WhatsApp kommunizieren. Der kleinste Hauch, dass das nicht mehr stimmt, das war ja bei Skype schon der Fall. Dann hat das Microsoft übernommen, weil Skype an sich relativ sicher war für die Kommunikation. Jetzt ist es bei Microsoft, das ist historisch uralt. Ihr glaubt doch nicht, dass hier kein Missbrauch entsteht. Es gibt tausende Fälle von staatlichem Missbrauch für solche Zugänge, bestens dokumentiert in den USA.
Die Gesetzeshüter nutzen diese Informationen, um Nachbarn, Frauen, Feinde privat auszuspionieren. In England ist die Kameraüberwachung so weit gereift, aber hier werden Straftaten, Gänsefüßchen festgestellt, wie die illegale Taubenfütterung und wie weit Eltern von der Schule ihrer Kinder entfernt wohnen. In Australien sind Eingriffe in den freien Journalismus dokumentiert. Denk doch mal drüber nach. Backdoor-Zugang. Das kann auch ein Staat wie Nordkorea, Iran oder China missbrauchen. Das ist keine super hohe Mathematik, wenn so ein Schlüssel vorliegt. Ich muss nur die entsprechenden Leute bestechen, um an den Schlüssel zu kommen. Mann, es ist Gedankenkontrolle, es ist ein Einschnitt, der Einschnitt überhaupt in die Kommunikations- und Meinungsfreiheit und es ist die absolute Invasion der Privatsphäre. Jetzt sehen wir doch mal in Zahlen. Nehmen wir doch die UK, denn das Vereinigte Königreich, da läuft diese Debatte auch, aber auch unter dem Radarschirm, weil es kaum jemand aufnimmt, das Thema. Dort gibt es 500 sehr ernstzunehmende mögliche Terroristen. Es gibt ein Gefährdernetzwerk von 2500. Bei einer Bevölkerung von 67 Millionen. Ich habe ja mir die Zahl, bitte Medienteam diese Zahl einblenden, die ist so absurd. 4,47e-5. Also das, ey, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht, aber es ist Punkt 0,0004,5%. Die sollen, diese 3000 sollen dafür dienen, dass ihr besser geschützt seid, wir besser geschützt sind. Das ist eine mathematische Vollverarschung. Und es stellt sich die Frage, es stellen sich Fragen an alle. Wie reagieren die EU-Länder? Wir werden es sehen. Wie reagiert die Opposition bei uns? Linke, AfD und Grüne und FDP? Fällt das denen überhaupt auf? Wird diese Direktive einfach durchgemogelt an den Bürger vorbei? Ich sage euch gleich, wie die Bürger dazu stehen. Und warum berichtet darüber fast niemand? Aber wie reagiert ihr denn? Was ist euch eure Freiheit und Privatsphäre überhaupt wert? Wollt ihr Knast? Wie Italien? Oder wollt ihr frei sein? Wisst ihr langsam, was es geht? Ich hoffe sehr. Denn wenn ihr es nicht wisst, gebe ich euch ein paar Beispiele. Ihr habt eine Krankheit oder Sucht, die ihr mit eurem direkten Umfeld teilt. Passiert. Schätze mal, jeder fünfte Deutsche. Ihr kommuniziert mit eurem Partner und Freunden über Kinder, Politik und wen ihr wählen werdet. Mindestens die Hälfte der Bevölkerung. Betrifft mich. Ihr arbeitet an brisanten journalistischen investigativen Themen. Nicht so viel, vielleicht 1%. Ihr fliegt bei eurem Arbeitgeber raus, aus dem oder dem Grund, den ihr nicht bekannt haben wollt. Euer Hund geht nicht zweimal spazieren, das wird aufgenommen in einer Diskussion über Internet. Der Hund wird euch weggenommen, eure Kinder gehen nicht entsprechend zur Schule, sie landen im Heim, sie werden euch entfremdet. Ihr kommuniziert mit Anwälten über Geld-, Scheidungs- und Strafverfahrensthemen. Versteht ihr das? Kompletter Zugriff. Was für ein Erpressungspotenzial bildet sich durch diesen Informationszugang? Das ist klassisches Geheimdienstmuster. Finde die Schwächen gewisser Entscheidungsträger auch in der Bevölkerung, Gesamtschwächen, und verwende sie. Schaffe dadurch das maximale Verletzungspotenzial und Druckpotenzial und nutze es aus. So, die nächste Grafik kommt von Amnesty International. Könnt euch die gerne detailliert anschauen. Ich hoffe, die Qualität ist ausreichend. Könnt auch mal Stopp drücken. Und da geht es um die Einstellung verschiedener Länder zur gesamthaften Überwachung. Nicht mal um diesen Einzelfall. Da werden die Daten bei einer Umfrage wahrscheinlich noch viel höher. 69% der Deutschen drücken sich gegen so eine Überwachung aus. Super Quelle. Wie weit, weil dieses Video geht nicht nur an Bürger, es geht auch an Politiker. Wie weit seid ihr von euren Wählern entfernt, wenn ihr das durchzieht? Wem dient ihr wirklich? Abschließend, wir sind im Zeitalter der Repression, der Unterdrückung, der medialen Unterdrückung, der Meinungsunterdrückung, der Bewegungsfreiheit. Wie ihr lebt, denkt, wählt und euch bewegt. Sogar wie ihr investiert.
Heute Nachmittag geht es ums Ganze. Liebe YouTube-Freunde, jetzt teilt dieses Video. Es ist faktisch sauber. Es ist super belegt. Es ist alles andere als eine Verschwörungstheorie. Ist es ein krasser Angriff auf eure gesamte Privatsphäre. Abonniert bitte den Kanal und abschließend meine Maxime. Weniger Staat, mehr Freiheit. Oder sucht euch das aus. Mehr Staat, weniger Freiheit und mehr Knast. Ich glaube, die Wahl ist offensichtlich für jeden Querdenker. Herzlich willkommen in diesem Kanal, wenn ihr mich vorher noch nicht gekannt habt. Und herzlich willkommen an alle, die hier drin sind und einen freien Geist mit sich bringen. Und tschüss, nächsten Sonntag, dann wird es wieder etwas trockener. Da geht es um, wie man mit Dividendenaktien bestens durch die Krise kommen kann. Alles Gute, euer Florian und tschüss.